Ja, guten Abend zusammen. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss noch mal gucken, ob ich Ton habe. Habe ich Ton? Ja, gut. Ja, Ton habe ich, eindeutig. Ja, ich grüße euch zu einer weiteren Runde Resident Evil The Village. Ich hoffe, dass es heute Abend funktioniert mit dem, was ich mir vorstelle. Ich habe jetzt hier echt so die Tage viel rumprobiert, viel gelesen, viel geschaut und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt hier ein paar Einstellungen vorgenommen, die ich nochmal verändert habe, weil sonst bin ich so langsam sicher mit meinem Wissen am Ende mit der Cam. Das macht keinen Sinn eigentlich. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn ich umschalte. Ich sag mal erstmal Prost. Wenn ich umschalte im Prinzip auf das Spiel. Hier sollte das ja im Grundsatz alles halbwegs funktionieren. Anders sieht die Welt dann natürlich aus, wenn, Prost, wenn wir im Spiel sind, weil dann fängt es ja meistens an zu ruckeln. Hier funktioniert es ja meistens noch. Ja, wie gesagt, austesten, ausprobieren, das ist die große Frage. Ich weiß es noch nicht. So. Vielleicht soll ich den Chat auch mal aktivieren. Guten Abend, Conny. Ich grüße dich und Dankeschön. Bis hierhin funktioniert ja auch noch alles. Wird ja erst spannend, wenn wir im Spiel selber drin sind, ob es dann auch noch funktioniert oder ob ich dann wieder die Cam ausschalten muss. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich weiß es halt noch nicht. Das werden wir gleich im Spiel sehen. Von daher schauen wir einfach mal, was kommt. Ich werde jetzt mal hier auf Fortsetzen klicken, weil wir letztes Mal keinen Speicherpunkt mehr gefunden haben. Möchten Sie? Ja, möchte ich. Ja, ich hoffe, euch geht es auf jeden Fall gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Und so, also gespeichert hat er. Das ist auch noch nicht so lange her. Ein bisschen was, aber egal. Das ist nicht viel. Ich schalte jetzt aufs Spiel um und bin gespannt. Mal schauen, ob das funktioniert. Erstmal brauche ich. Ich sehe schon wieder, dass es nicht funktioniert. Wartet mal eben ganz kurz. Kleinen Moment. Moment mal eben. So, mal eben hier so. Und. Na. Okay. Ja, ich bin froh, dass die Woche vorbei ist, auch wenn gestern frei war. Aber trotzdem hätte ich mir da ganz gerne heute einen Tag frei gegönnt. So, mal gucken, ob es gleich funktioniert. Ich habe ja noch was umgestellt, wie ihr jetzt auch im Nachgang sehen könnt. Ist ja mal so ein kleiner Delay drinne. Ich hoffe jetzt, dass das Bild hier auch noch heller wird, weil das wäre ja mal toll. Ja, alles klar, da ist es. So, jetzt sagt immer mal bitte, wie der Stream ist. Kann man, läuft das hier für euch oder halt nicht? Das ist die Frage. Normalerweise sollte es jetzt laufen. Ich habe jetzt, wie gesagt, viel rumgespielt und rumgetestet. Das ist gut. Dann wird es laufen. Dann kann ich hier noch mal eben schnell einen Modus einschalten.
So, hier noch mal ein bisschen. So. Bild sollte gleich wieder da sein. Hallo Juna, ich grüße dich. Da bist auch du. Und gleich mal eingangs die Frage: Läuft der Stream? Weil ich habe ganz viel rumgespielt und gemacht und getan und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Bei Conny scheint es zu laufen. Wie sieht es bei dir aus, Juna? Super, dann hat das mit meinen ganzen Einstellungen und dem ganzen Pipapo funktioniert. Das war auch der Plan. Dann können wir jetzt weitermachen. Ja, hier waren wir schon, das weiß ich. Da haben wir nicht. Aber das war halt der letzte automatische Speicherpunkt, den es gab. Und dann können wir hier jetzt weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet alle Brückentage, ich nämlich nicht. Ich musste heute noch arbeiten. So. Ja, das kennen wir schon, ist mir durchaus klar. So. Weil ich lasse die Arbeit jetzt im Prozessor und nicht mehr die Grafikkarte machen. Und das scheint irgendwie das Rätsels Lösung zu sein, ist zumindest mein Eindruck. Hab dann noch ein paar ganze oder ein paar mehr Einstellungen noch geändert und gemacht und getan und hab dann gestern auch noch mal getestet und gestern lief es auch. Ja, schon fast zu ruhig, da gebe ich dir recht. Aber ich war dann auch froh, als es dann 16:30 war und der Tag vorbei war. Sieht hier auch strange aus. Da war ich jetzt auch nicht so unglücklich drüber. Habe ich das letzte Mal überhaupt untersucht? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir hier waren. Moment mal, ich bin in die falsche Richtung marschiert, oder? Das war doch hier, wo wir die Vampirin bekämpft haben. Ja, das ist ja völlig falsch. Das ist ja mal vollkommen falsch. Da können wir gleich mal wieder zurückgehen. Aber es ist halt trotzdem so, dass man auch hätte 4 Tage am Stück frei haben können, wenn es dann so. Aber bei uns waren dann, ach, die ganzen Leute sind natürlich dann auch echt schnell. So viele Tage gab es ja oder gibt es ja dieses Jahr nicht, weil die Feiertage dieses Jahr echt arbeitgeberfreundlich liegen, muss man einfach mal so sagen. Finde ich zwar ziemlich kacke, aber ist halt so. Und von daher kommen wir hier rein. Ich bin auch hier schon mal reingekommen, irgendwo hier. Hier vielleicht? Ja. Ah, da geht sie hoch, die Dame. Die gute Ute oder wie man sie heißt. Ich finde das ja immer witzig, was solche Spiele denn auch an Mods hervorbringen. Ich habe heute noch gelesen, es gibt mittlerweile Mods, wo man die Vampirinnen nackt sehen kann. Ganz ehrlich, welche Kinder bauen sich sowas? Das ist mir echt ein Rätsel. Was hat man davon? Aber gut. Chemikalie. Weil das ist ja echt mal der schlimmste Kindergarten, den man sich vorstellen kann. Das ist ja mal Fakt. Aber gut, ich bin zu alt für den Scheiß. Punkt. So. Das dachte ich mir. Kraut. Da ist ja kein Kraut gegen gewachsen. Die können wir mal eben nachladen. Da haben wir auch ja, noch ganze 3 Schuss von. Super. Einmal machen wir lieber die Fenster auf, wer weiß, wofür es gut ist.
Hat uns ja beim letzten Mal auch vorwärts gebracht. Ja gut, das ist natürlich ja nicht dein... Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Schrei mich nicht an. Ich habe mit deiner Tochter, naja, indirekt gar nichts gemacht. Die dumme Söch hat mich angegriffen und nicht andersherum. Das muss man hier jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen. Das war die Map, okay. Ja, bei uns könnte auch mal wieder so ein schöner Systemausfall sein, aber das heißt ja leider Gottes in meinem Job noch lange nicht, dass ich nach Hause darf. Ich kann mich noch dran erinnern, wir hatten mal wirklich, ich weiß gar nicht, 7 Stunden lang komplett Ausfall der Server wegen Überhitzung. Keine Ahnung, wie das passiert ist damals, ist auch egal. Faktisch war es dann so, dass ich 7 Stunden da gesessen habe und gewartet. Man hat mich ja nicht nach Hause geschickt. Und dann hieß es auch noch kurz vor Feierabend, hey, willst du nicht länger machen? Ich habe die angeguckt, habe gefragt, ob die noch ganz dicht sind. Muss ich jetzt ja mal so in aller... Ah ja, hier war das Rätsel. So, das ist jetzt die große Frage, wie wir das angehen. Naja, ich bin halt umwerfend. Aber lassen wir das. So, nochmal das Rätsel hier. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. So, das hier sind die Armen. Würde ich jetzt mal, obwohl nee, das können auch die Herren sein, weil die Früchte ihrer Arbeit ist ja hier... Die Flasche Wein, würde ich sagen. Nee, das will ich jetzt gerade nicht. Das hier müssten dann die Herren sein. Wobei, wartet mal. Also die Frauen sind blind vor den Avancen der Männer. Die Frauen ist jetzt nicht so schwierig. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen. Also, damit die Frau... Hat sie denn... Die hat doch hier, ja, hat keine Augen, sondern verbundene Augen. Und die Herren, das müssten diese ja sein, die machen ihr Avancen. Aber was ich nicht verstehe, also würde sie es nicht sehen, würde ich behaupten. Und die werden ja weiterhin irgendwie ihr, die, oder wollen, machen hier die Avancen. So. Die Weintante. Oder Weintyp will ihrem Herren oder ihren Herren die Frauen schauen sich an, die Männer, die Frau. Wie, also du meinst jetzt, diese hier wird eine Frau sein? So meinst du. Frauen schauen sich an. Die Männer die Frau und die Reiter die Nonne. Okay. Aber dann wäre es das hier ja schon. Die Frauen schauen sich an. Die Männer, die Frau, tun sie. Und die Reiter die Nonne. Ja, so ist es doch. Aber es hat denen nichts geklickt oder so. Hier ist nichts passiert. Das war es nicht, weil ich habe nichts gehört oder sollte einfach eine Tür aufgehen oder sonst irgendwas. Also hier ist zumindest mal gar nichts passiert. Okay, also nochmal. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Das heißt, beide kriegen von den Männern nichts mit. Würde ich genauso sehen wie du, Juna, dass... Dankeschön, Merti. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du kannst deinen Urlaub genießen. Die Männer drehen?
diese Männer hier, und wo soll ich die hindrehen? Zu dem anderen Typen oder was? Aha. Okay, warum auch immer, ergibt für mich keinen Sinn. Aber so soll es sein, das finde ich gut. Ich gehe dann ja in Urlaub, wenn du wiederkommst. So, ich weiß aber gar nicht, ob ich da unten rein will. Das muss ich jetzt auch mal in aller Deutlichkeit so sagen. Aber nochmal hierzu. Welchen Sinn macht das? Warum die Männer drehen, wenn ich mir den Text durchlese? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Alles klar, die sieht nichts, die sieht nichts. Aber warum die Männer den Typen angucken? Oder wie bist du da drauf gekommen? Ja gut, das werden wir aber beide überlegen, da bin ich mir relativ sicher. Außerdem siehst du mich jetzt ja gerade. Auch wenn das kein schöner Anblick ist. Aber okay, wir haben es gelöst, obwohl das keinen Sinn ergibt, laut dem Text, meiner Meinung nach. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Beides Frauen gucken sich an, alles klar. So. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Am Moment, wenn das hier die Armen sind, dann macht das doch Sinn. Alles klar. Ja, nee, ich verstehe. Alles klar, alles klar. Ich habe da was missverstanden gehabt. Aber ist in Ordnung. Merti, sag mal, läuft der Stream bei dir auch gut? Ich muss das fragen, weil ich hier echt viel rumgebastelt habe die letzten Tage. Weil der Stream die letzten Male echt Schwierigkeiten bereitet hat. Wie tief gehen wir denn da? Das gefällt mir gar nicht. Nette Gegend. Außerordentlich nett, da will man unbedingt, aber unbedingt sein. Ja, okay, das stimmt natürlich. Viel Action war noch nicht. Aber beim letzten Mal lief er gar nicht. Da habe ich nur... Nein, hör auf, nicht wieder runtergehen. Da hatte ich nur verlorene Frames. Also das sollte eigentlich laufen. Scheiße. Was denn? Was genau ist dein Problem? Wieso sagst du jetzt, ach du Scheiße? Du gehst in irgendeine Blutsuppe, als ob dich das stören müsste. Was ist das übrigens für ein Geräusch? Wo kommt das Geräusch her? Ich gehe jetzt... Das kommt doch hier von links. Was ist das für ein Geräusch? Das macht mich wahnsinnig. Ach, das Ding ist das hier. Das hier. So, das Ding ist weg. Ach, das ist so ein Sammel-Item, alles klar. Ein Erfolg gab's. Ja, du sollst diese Schafe irgendwie einsammeln. Ist wohl irgendwie so ein Sammel, ich weiß nicht, 100 Stück davon oder so Teil. Ach, bei uns war Desperados im Angebot. Hoppla. Bei uns war Desperados im Angebot, da konnte ich nicht Nein sagen. So, okay. Ich will hier nicht sein. Definitiv nicht. Ich finde das hier nicht sehr einladend. Wow. Arschloch. Arschloch. Ich hab dich gesehen. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Was habe ich da jetzt aufgenommen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Muni war es nicht. Okay, hier geht's wohl nicht lang. Ich glaube nicht mehr, Tieb. Kannst du vergessen. Läuft nicht. Huch, Scheiße.
Ich hab ja so viel Munition. Da fällt mir gerade ein. Du bleibst jetzt mal bitte weg, ja? Ich will nämlich mal in mein Inventory gucken. Ach, scheiße, ey. Held sieht auch nicht mehr so toll aus. Ich habe auch keine Tränke mehr. Nein, ich vergesse das immer. Kann ich? Ja, ich kann, keine Schrotflinten-Muni machen. Das funktioniert nicht. Aber davon kann ich einen bauen. Kann ich noch einen? Nein. So, 80 Schuss. Die sollten für den Moment reichen. Aber dass ich hier keine weitere, kein weiteres Health-Pack bauen kann, finde ich jetzt mal tendenziell sehr unangenehm. Das ist Blut, Cornelia. Ganz genau. So, ich schieße jetzt erstmal pro forma ins Wasser. Weil der Typ ist ja abgetaucht. Eindeutig ist er das. Wo ist der denn hin? Kraut. Na super. Großes Tennis. Die nächste Frage, was soll ich hier? Bin mir da gerade nicht so sicher, was ich hier überhaupt soll. Entschuldigt. Da sind mit Sicherheit Leichen drin, ne? Was habe ich denn da überhaupt aufgenommen gerade eben? Weiß das einer von euch? Hat das einer mitgekriegt? Ach, Maus ist genau verkehrt rum belegt. Nein, da habe ich nichts. Kristallfragment, Kristallweinglas, Engelstatue aus Holz. Kristallina, wertvoll. Lady, wertvoll. Wertvoll, wertvoll. Ja, super. Kann ich mir jetzt überhaupt nichts für kaufen. Ach, rostige Reste, alles klar, habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen gehabt. Aber dann weiß ich, wofür es gut ist. Aber komme ich hier nicht irgendwie durch? Theoretisch müsste ich hier... Da ist nämlich irgendwas. Hallo. Was soll denn das? Will ich mich verarschen? Na, das bringt mir ja mal gar nichts. Dahinter ist irgendwas. Wie komme ich denn da hin? Und by the way, warum konnte der Hund hier abtauchen und ich kann das nicht? Das ist ja so die nächste Frage, die ich mir stellen muss. Ach, hier vielleicht. Uah! Nein, hau ab! Hau ab, du Mistsau! Dreckiges Mischstück. Wow. Da kommt der da einfach. Was denn? Wo denn? Wo denn? Da. Die Drecksau. Drecksack. Genau der richtige Moment. Ich war ja selbst komplett unvorbereitet. Was taucht die Sau auch einfach auf? Das in meinem Alter. Das geht nicht. Da hinten liegt was. Oh! Hau ab, du Wichser! Mieser Stricher. Alter! Pistolenmuni. Aha, jetzt habe ich das dicht gemacht. Na, das ist ja mal eine tolle Idee.
Vor allen Dingen, weil das die Richtung ist, in die wir müssen. Das ergibt natürlich komplett Sinn. Nicht? Kann ich das auch von hier zu machen? Nein, kann ich natürlich nicht. Conny, das ging nicht nur dir so. Sollte die Cam auch gezeigt haben, wie ich dann mal eben ganz dezent zurückgeschreckt bin. Wirklich. Was? Echt nur noch 68 Schuss. Willst du mich verarschen? Mein Hels sieht auch nicht mehr so doll aus. Kann ich nochmal Hels machen? Danke, kann ich. Muni nicht mehr? Nein, Muni nicht mehr. Weiß aber nicht, warum ich hier den Schrank davor schieben kann. Was soll mir das bringen, bitteschön? Oder ist da irgendwas da? Da ist aber nichts dahinter, oder? Nochmal eben gucken. Weil das sieht so aus, als wenn ich hier gleich bitterböse Stress kriege. Aber ganz bitterböse. Weil normalerweise bedeutet das, wenn ich den davor machen kann, dass es gleich extrem stressig wird. Wahrscheinlich treffen wir gleich auf Mama Vampir, die immer noch richtig... Ach Mann. Freunde. Kannst das mal lassen? Drecksack. Die Munition lässt hier auch gerade bedenklich nach. Flintenmunition. Gib mal eben her hier. R. Nein, Quatsch. 4 Schuss ist jetzt auch nicht so die Wahnsinnsmenge, muss ich jetzt mal so feststellen. Und wisst ihr, was ich echt hasse? Dass solche Spiele mit ihrer Geräuschkulisse viel mehr Angst machen, als das, was man sieht. Aber ich soll Montag endlich meinen Kopfhörer wiederbekommen. Ist das nicht toll? Endlich wieder einen vernünftigen Kopfhörer auf den Ohren. Und nicht diesen alten, den ich hier gerade habe. Es war auch witzig, da schreibst du dann heute eine Mail hin, wo denn jetzt zum Teufel der Kopfhörer bleibt. 4 Wochen hat es gedauert. Bin ich von der Firma gar nicht gewohnt, wo ich den bestellt habe. Und 5 Minuten später kriegst du eine Mail. Ja, den haben wir heute losgeschickt. Hier hast du Paketsendungsverfolgung. Ja, nee, ist klar. Prost nochmal. So. Ich trau hier nichts und niemandem, ne? Ich hab echt Schiss, Leute. Das ist so... Es ist gar nicht mal so... Das Problem ist halt die Kugel, die man verbraucht. Das sind ja nicht... Ah, da hab ich's doch geahnt. Penner. Hau ab. Hau ab, sag ich. Ach, der war schon tot. Verdammt, sag mir das doch. Dann hätte ich mir die Kugel sparen können. Naja, auf jeden Fall, der wird wahrscheinlich Montag dann kommen. Und natürlich, was ich dann auch ganz toll finde, ich hatte ihn damals auf die Arbeit schicken lassen. Jetzt tauschen, was ist das? Schießpulver. Jetzt tauschen sie ihn natürlich auf der Arbeit um. Da dachte ich dann auch so, Dankeschön, Conny. Da dachte ich dann auch so, in welchem Kindergarten sind wir eigentlich? Schick das doch einfach an meine Adresse. Nein. Ich hätte ja wohl im Strahl und in allen Regenbogenfarben kotzen können. So. Was denn? Hallo, Arschloch. Ach, noch einer. Yay. Moment mal eben.
In your face, das war's mit deinem Kopf, du Penner. Da ist aber noch irgendwo einer. Oder waren das nur seine letzten Zuckungen? Ich war der Meinung, ich hätte hier... Nee, hier ist noch irgendwo einer. Das waren nicht seine letzten Zuckungen. Noch 51 Schuss. Das ist nicht viel. Wollen wir mal gucken. Können wir noch Muni bauen? Ja, können wir auch noch einmal Heilung bauen? Ja, sehr schön. So, Muni ist alle Balle. Wie sah eigentlich meine Heilung aus hier? Yelp, solange es noch nicht tiefrot ist, würde ich jetzt gerne noch gar keine nehmen. Auf der anderen Seite hat das durchaus... Ach komm, egal. Was? Was denn? Ich höre dich. Das musst du mir nicht beweisen, dass du da bist. Was ist das? 5 Schuss Pistolenmuni. Sei nicht zu freigiebig, Spiel. Würde ich total doof finden, wenn du jetzt echt total nett und lieb wärst. Wo ist der Penner? Ach. Wichser. Er stand. Das trifft es ziemlich genau. Nur ein toter Zombie ist auch ein guter Zombie. Oder Vampir, whatever. War da noch was? Nee. Ich dachte, ich hätte da zuerst was gesehen. Ach, hau ab. Ich sag, hau ab, Mann. 52 Schuss noch. Wenn man ungefähr rechnet, 6 Kugeln pro Vampir. Und das ist nicht viel. Dann kriegen wir noch damit 10 Vampire weg und dann ist die Nummer durch. Wir müssen zu diesem Waffenhändler und mal... hier einmal kann ich, ja. Da geht nichts mehr. Damit ich da mal Munition oder so kaufen kann, wäre echt nice. Toll, Kohle gibt's. Die Kohle hilft mir aber nur dann, wenn ich auch den Waffenhändler finde. Ist hier noch irgendwas? Nee, dann geht's hier wohl hoch. Auf die Map gucken. Na, da hinten muss noch irgendwas sein. Da gehen wir nochmal zurück. Irgendwas habe ich übersehen. Sorry, Leute, aber irgendwas habe ich übersehen. Weil solange das rot ist, bedeutet ja, das ist noch nicht vollständig erkundet. Wartet mal. Hier mal umschauen. Aber ihr wisst ja selber, in diesen Spielen ist es mit Munition und ähnlichen Items mal meistens recht schlecht bestellt. Und vor allen Dingen... Ach, da. Na, nimmst du die mal? Danke. Siehst du wohl. So klappt das dann. Dann haben wir das auch blau gemacht. Ne. Hier muss ich lang. Gut, damit geht es wohl vermutlich wieder nach oben oder so. Allerdings. Aber gut, ich spiele jetzt auch nicht den leichtesten Schwierigkeitsgrad.
Sondern ich habe normal genommen. So. Da sind wir dann mal draußen. Oben auf dem Balkon. Und ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin jetzt. Keine Ahnung. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas. Da ist was. Ah, Leute. Yippie-yay. So, gespeichert. Sehr nice. Kohle. Haben wir es jetzt hier? Nee, doch. Das ist geklärt, aber da draußen... Ist noch... Oh Mann, nein. Falsche Maustaste wieder. Ich lerne es nochmal. Hört ihr es auch klingeln? Nein, 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 nein. Ich mag die nicht. Jetzt geh ans Telefon, du dumme Nuss. Mutter Miranda. Ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Na, sowas auch. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zeremonie, damit meint die mit Sicherheit irgendwie unser Kind. Alter! Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Die Frau ist nicht gut drauf. Nein, nein, nein. Absolut nicht. So, da kommen wir jetzt auch nicht mehr zurück, oder? Aber wir können hier die Treppe runter. Oh, doch, wir könnten zurück. Aber ich gehe erstmal hier weiter. Aha. Schön wieder eine Vase kaputt machen. Pistolenmuni nehme ich. So, Lady, du bist weg, dass ich mich hier in Ruhe umgucken kann. Untersuchen. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen? Als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Alleine bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn nur an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Ja, das ist eine gute Idee. Hau dir die Hucke voll, bis du nicht mehr gerade ausgucken kannst, oder dann erschieße ich dich. Was? Rose, wo bist du? Ja, das ist eine gute Frage. Was die Sache jetzt allerdings schwierig machen würde, wäre, wenn wir... Das ist zu. Ziemlich sicher zu. Ja, war klar. Wenn wir jetzt das Baby finden würden... War da noch was? Nein. Wenn wir jetzt das Baby finden würden, dann würden wir die ganze Zeit mit der einen Hand ein Baby tragen und mit der anderen irgendwie eine Wumme, was auch nicht die beste Idee ist, finde ich persönlich. Okay, dann versuchen wir mal, haben wir dann alles geklärt? Nö. Sie sagt immer noch, in dem Raum ist irgendwas. Oder die Map sagt das. Das ist aber strange. Denn ich sehe hier mal genau nichts. Lass das. Keine Ahnung, Freunde. Kann ich euch nicht sagen. Kann aber auch die Tür mit gemeint sein. Ich weiß es nicht, weil sonst sehe ich hier nichts. Außerdem... Was? Außerdem, Merti, das Klingeln auf der Arbeit ist ganz anders. Stell dir das mal vor, das hätten die das Spiel eingebaut. Das wäre doch das Grauen schlechthin gewesen. Also hier kommen wir auch nicht weiter, Freunde.
Also ich sehe zumindest nichts, wie wir weiterkommen sollen. Die Türe ist mal ziemlich zu, ZZ. Also ich habe nichts gesehen, wie wir weiterkommen sollten. Das Ding steht hier irgendwie komisch rum. Von der anderen Seite. Warum schließt sie eigentlich hinter sich die Tür ab, die dumme Nuss? Wie hohl ist denn das? Das war das Büchlein. Ne, also ich sehe hier nicht, dass wir irgendwie weiterkommen können. Die ist auch zu. Da brauchen wir zumindest einen Gegenstand für. Ja, stell dir das mal vor, das wäre der pure Horror. Dann wäre es ein echtes Horrorspiel. Okay, dann können wir jetzt eigentlich, wenn ich das richtig verstehe... So, ups, und wieder eine Kugel verballert, weil ich so viele davon habe. Hallo? Hier geht's jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig weiter. Soll ich da runter? Was ist jetzt der Plan? Was ist jetzt der Plan, bitteschön? Da komme ich jetzt doch nicht rüber? Aber das ist doch... Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Es ist keine Leiter. Hüpfen kann ich nicht. Spiel, willst du mich jetzt echt gerade ein bisschen verarschen? Kann das sein? Das ist wohl ein bisschen zu hoch, um da runter zu springen. Egal, wie viel wir mittlerweile auch schon an Schaden und kaputten Händen und abgehackten Fingern und ich weiß nicht, was überlebt haben. Das ist wohl selbst dem Spiel zu hoch. Und jetzt stellt sich mir die glorreiche Frage, what the fuck, was soll ich machen? Hat jemand von euch eine Idee? Vielleicht hat das Bild im Raum... Das Bild im Raum? Nö, sieht nicht so aus. Meintest du das Bild? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe hier aber auch nichts weiter. Das hatten wir gelesen. Das müssen wir auch nicht nochmal lesen. Das ist völliger Nonsens. Ich würde ja fast behaupten, dass das irgendwas damit... Du hast mich jetzt erschreckt, du blöde Puppe. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ja, du musst Rose finden. Das wissen wir inzwischen. Schau nochmal im Zimmer an die Wände der oder Decke. Ah, was ist das hier? Ah, danke für den Hinweis. Manchmal kann es so einfach sein. Kriege ich jetzt damit diese hier auf? Probieren wir es doch mal. Oh, shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Ja, was wollen Sie von mir? Na. Undankbare kleine Kröte. Nein. Erst kommst du in mein Haus? Nein. Dann vergreifst du Widerling dich. Nein, an so war das nicht. Töchtern? Die ist mir eindeutig zu stark. Ich hasse starke Frauen. Mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Also irgendwie kriegt Isen echt ja mit einer absoluten Regel... Ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Ja, ist klar. Und warum schmeißt du... Mach doch, du kannst mich mal. Ach, hat jetzt nicht die große Fresse. Hast du eigentlich mal gesehen, wie stark die ist, du dumme Nuss? Aber gut. Faktisch gesehen haben wir wieder auf die Fresse bekommen und das ist zu knapp. Schießpulver, her damit. Also Ethan kriegt in Teil 7 wie auch Teil 8 mit einer Regelmäßigkeit auf die Schnauze. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, das stimmt. Manchmal ist das schwierig. Da musst du dann echt ziemlich genau gucken, damit du da nicht dran vorbeirennst.
Da gebe ich dir vollkommen recht, Juna. Ich finde, by the way, die Musik ist nicht wirklich vertrauenserweckend. Schön, dass ihr da gelbe Kleber dran gemacht habt. Dann weiß man immer, man kann das bedienen. Ja, wie gesagt, das Klingeln haben sie wahrscheinlich ausgetauscht, aber... Da kommen wir her. Ich will auch nichts übersehen, weil wie gesagt, Loot und Munition und das ganze Gedöns ist echt wenig. Da habe ich auch keinen Bock, irgendwas zu übersehen. Gut, der Raum ist auf jeden Fall noch größer. Da kommen wir nicht weiter. Außerdem, was hängt die denn eigentlich in die Lampe? Wie bescheuert ist die Dominus denn? Sehr strange. Sehr, sehr strange. Aha. Wieder ein Hebel. Da ist eine Kiste. Ja, ist schön, dass ihr mir so viel Kohle gebt, ne? Ganz, da hat es ja kurz aufgeleuchtet. Flasche Chemikalien. Gut, dass ich nochmal überall gucke. Aha, jetzt haben wir es auch geklärt. Was? Aua, Alter, nein! Da kannst du niemanden... Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescus zu beleidigen. Du bist wirklich hartnäckig. Sorry, Leute, ich weiß gerade. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Mach das Ding auf! Mach auf! Mach auf! Das sag mal, willst du mich verarschen? Lady, willst du mich echt verarschen? Ernsthaft jetzt? Ich hasse dich. Du bist nicht nur groß, du bist auch noch doof. Und eine blöde... Ja, das kannst du toll. Ich bin stolz auf dich. Ja, komm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Freunde. Ich renne hier gerade. Ja. Ja, du kannst das, ich weiß. Kann ich aufmachen? Hier, komm. Okay, ganz toll. Was passiert hier bitte? Du kannst nicht davonlaufen! Doch, irgendwie schon. Ich versuch's ja gerade. So, jetzt pappt die Hand daran. Ja, genau. Das Zeug ist super Kleber. Du hattest recht, Juna. Hand rankleben funktioniert. Und er kann sich auch schon wieder bewegen. Okay. Scheiß auf dieses Schloss. Wartet mal. Ich höre hier doch schon wieder. Die Frage ist jetzt... Also irgendwas Rotes ist hier.
Und ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen eigentlich, also das Ziel ist ja aus dem Schloss entkommen. Ist das das Ziel? Ich weiß es gerade nicht, aber wir sollten uns erstmal hier umgucken. Scheiß auf Vampire. Ich bin gerade echt angefressen, weil diese blöde Vampir-Lady ist ja mal echt kacke. So, hier haben wir noch was. Ja, der ist gleich mit dran gewachsen. Ach komm. Freundchen. Löst du dich mal auf. Ich höre da doch den nächsten. Langsam sicher ist das nicht witzig. Ich höre schon wieder ein. Hey Freundchen. Guck mal, hier ist einer. Hallöchen. Komm zu Papa. Ach, der steht wieder auf. Leck mich doch am Arsch. Was? Ich wollte gerade sagen. Ist das hier jetzt hier so eine Ich-sammel-Geld-Runde oder was ist das? Ach Mann. Ist nicht euer Ernst. Ach, daneben. Immer noch nicht. Ey, jetzt reicht's aber, ne? Noch einer. Ja, nee, ist klar. Moment mal eben, Freunde. Ah, super. Das wird jetzt auch gerade nicht mehr. Oder muss ich hier einfach abhauen? Mal eben auf die Map gucken. Ich weiß es nicht. Viel interessanter wäre irgendwie Munition oder sonstige Scheiße. Von der anderen Seite verschlossen. Eieieiei. Das ist alles nicht sehr nett. Okay, das ist clean. Da kommen wir aber auch höchstens hoch. Immer noch keine Munition. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Na, sowas aber auch. Wer ihn findet, möge ihn in ihren Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung. Aha, dann brauchen wir den. Alles klar. Wir brauchen ihren... Was haben wir hier drin? P-
Pistolen, ganze 5 Schuss. Ihr seid ja wieder zu gnädig zu mir. Ich kann ja mal. Ich höre übrigens Schritte, das gefällt mir gar nicht. Ah, fleck mich doch am Arsch. Hör auf, so komisch zu atmen. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Ja, lecker. 2 Tage seit der Behandlung. Alle 3 Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Sehr nett. 4 Tage nach der Behandlung. Alle 3 Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz vor Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle 3 Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bela, Daniela und Cassandra. Na toll. Das ist ja mal ein Traum. So richtig schön. Was war das? Nichts Aufregendes, okay. Es ändert nichts daran, dass sie wieder blöde Vampire hier haben und ich nicht mehr so ganz viel Muni habe. Ich würde ja gerne mal zu einem Händler kommen. Oder zu dem Händler. Es gibt ja nicht so viele. Hä? Ach, Arschloch. Sag mal, wie viele Kopfschüsse muss ich denn verpassen? Und ihr habt immer nur Kohle dabei, aber keine Muni oder sowas. Es wäre doch mal herzallerliebst, wenn ihr so 3000 Schuss Muni dabei hättet. Was ist das? Kugel, Blume und Schwerter. Was? Was soll der Rotz jetzt? Soll ich mich da jetzt drüber freuen? Hier oben muss noch mehr irgendwie sein. Die Frage ist halt ja wirklich, wie komme ich hier weg? Ich muss hier weg. Das ist ja, ich muss zu dem Händler raus. Ich muss raus aus dem Schloss. Oh Mann. Na, du grunzende Sau, komm her. Was machst du da? Sag mal guten Tag, wenn das okay ist. Oder muss ich dich gar nicht töten? Das wäre okay. Nein, das sieht ja anders. Nein, daneben geschossen. So, 20 Schuss noch. Das ist nicht viel. Super, das waren jetzt nochmal 4 Schuss dazu. Da kriege ich gerade einen halben Vampir mit tot. Muss ich jetzt in halben Vampiren rechnen oder was geht hier ab? Was? Was? Hä? Ich kann überhaupt gar keine Noten lesen, Leute.
Was weiß ich, was ich da jetzt spielen soll? Okay, das müsste eigentlich sein. Okay, getroffen. Getroffen. Nee, das war ein zu hoch. Besser. Hä? Ach so, falsche Taste. Noch ein höher. Zu hoch. Nein. Okay. Schmiedeeiserner Schlüssel. Man weiß nicht, wofür er gut ist, aber man hat ihn erstmal. Und das nur durchs Klavierspielen. Schießpulver. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die sich von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auch Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in seinen Wirt legt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel und das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen, keine Ahnung was Bärtierchen, oder wann der Planky vergleichen. So. Wir erfahren, glaube ich, gerade, wie die Madams entstanden sind. Das sind nämlich gar keine echten Vampire offensichtlich, sondern irgendwie durch diese komische Fliege gemachte Vampire. Übrigens wollte ich was gucken. Nee, falsche Taste. Nein, immer noch nicht. Ich könnte kotzen. Nein! Ich hab da nicht so viel von, Mann! Was ist da? Rostige Reste. Die fehlt mir, glaube ich, gerade. Ich muss jetzt nochmal gucken. Jupp, jetzt haben wir wieder 38 Schuss. Was umgerechnet so wenige macht. Das haben wir gelesen. Da haben wir auch alles geklärt. So. Okay, da ist nichts weiter. Dann haben wir den Bereich geklärt. Die Frage ist, wo dieser fucking Ausgang ist, weil wir müssen hier raus. Das hier sieht doch irgendwie aus wie ein Ausgang, oder seht ihr das nicht so? Oder täusche ich mich da? Korrigiert mich bitte. Da sind wir reingekommen. Da ist hier, das ist die Küche. Ich glaube, da sind wir durch reingekommen. Innenhof. Oder wir müssen hier hin. Was glaubt ihr?
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, da, wo das Ausrufungszeichen ist, müsste an sich das Ziel sein. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Also ich würde das so sehen. Wie seht ihr das? Ja, genau. Also ich denke, ich muss da zum Ausrufungszeichen hin. Ist einfach nur so ein Gedanke. Einfach mal drauf los. Du bist ja witzig, Merti. Das Problem ist meine Munition. Auf zum Zeichen. Na gut, wir gehen zum Zeichen. Aber vorher stärke ich mich mit einem Schluck Desperados. Und einer Zigarette. So. Also wir müssen im Prinzip gleich, na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Dann gehen wir erstmal hier wieder raus. So, dann müssen wir hier gleich nach rechts. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Mal gucken. Nee, hier ist aber noch irgendwas. Jetzt will ich nochmal schauen, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Da ist was, vielleicht. Nee, das habe ich gesehen. Oder das war von vornherein leer, man weiß es nicht. Da ist die Türe. Wie war das mit der Kälte? Machen wir es mal kalt hier drin, ne? Bei minus 10 Grad wird es Ihnen ungemütlich. Stand der ja ganz klar drinne. Aber hier ist sonst nichts, warum das rot sein sollte. Also ich sehe zumindest nichts. Hier unten vielleicht drinne. Nope. Es ist immer noch rot, aber ich weiß nicht warum. Was übersehe ich zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, was ich übersehen soll. Oh ne, das war es nicht. Das haben wir aufgemacht. Blumen. Da kann ich nicht mal wegmachen. Auf dem Tisch, meinst du? Okay, probieren wir es mal. Ne, das hat schon mal nicht geklappt. Nicht wirklich. Nicht so wirklich. Nee, kannst du nichts kaputt machen. Nö, dann ignoriere ich das jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung. Was? Ist mir jetzt gerade mal egal. Ich will hier erstmal einfach nur weg. Nee, Leute, ne? Ich weiß es nicht, aber nicht, dass das Ausrufungszeichen die... Nein. Das ist nicht der Ausgang. Das ist die Quest mit den... das ist die Quest mit den vier Engeln, wo wir irgendwas finden müssen. Und wir haben erst einen, wenn mich nicht alles täuscht. Nö, da passt auch nichts von. Da ist jetzt mal blöd. Ich bin froh, dich wieder aufzusehen. Sieh an! Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Aha. Brauchst du irgendwas für eine weitere Reise? Ja. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Oh ja. So. Ich habe gerade aufgestockt. Mhm. Wir haben jetzt 13.000. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas zu verkaufen habe. Das Kristallfragment. Das bringt uns 2.000. Okay. Bringt uns 5.000.
Die Engelstatue ist wohl nicht so schlau zu verkaufen, oder? Weil wir brauchen ja Engelstatuen. Aber ich weiß nicht, ob man die... Das ist mir jetzt echt nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, ob die Engelstatue... Ob wir die nicht behalten sollten. Ich glaube, die behalten wir erstmal. Klimpergeld. Halt die Fresse. Für mich ist das viel Geld. Ach so, wir brauchen Masken. Also kann ich den Holzengel verkaufen. Alles klar. Wo ist er denn jetzt? Dann den jetzt auch noch. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. So, dann. Können wir eventuell... nein. Ein gutes Geschäft. Nein. Lass mich doch erstmal hier Shop öffnen. Sieh dich in aller Ruhe um. Was würde es denn kosten, wenn wir zumindest mal die Pistole verbessern? ...6.000 Öcken würde mich das die Feuerkraft zu verbessern kosten. Aber erstmal brauchen wir Munition oder so. Dann gucken wir erstmal bei den Waren. Okay. Was ist 10.000 kostet der Koffer? Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Halte ich auch nicht für so unwichtig. Oder wie seht ihr das? Spezialzubehör für Pistole. Höheres Magazin. Shotgun-Muni kostet auch nur lächerliche 1000. Munition kosten 150. Was ist das? Stecher, Spezialbewehr, Flinte. Flintenmunition oder was ist das hier? Flintenmunition. Meint ihr echt, die Waffe verbessern erstmal? Na gut. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Gebühr. Ja, das erwähntest du schon. Dann bringen wir jetzt die Wumme erstmal auf Stufe 2 von der Feuerkraft her. Und ich glaube, die Magazingröße auch nochmal erhöhen, oder? Überlass das mir. So. Jetzt haben wir noch 25.000 Öcken. Jetzt hat er die Feuerkraft nicht erhöht. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Okay, dann nehme ich jetzt noch... Nachladegeschwindigkeit, glaube ich. Ach komm. Aha. So. Da haben wir die Waffe erstmal modifiziert. Jetzt gucken wir bei den Waren. Also Munition für die Pistole brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben noch 13.000. Herstellung Scharfschützenmunition. Ja, aber dafür fehlt uns aber noch das Gewehr. Herstellung Minen. Ach, hier können. Das ist die Herstellung Flintenmunition. Wenn wir das kaufen, können wir Flintenmunition selber herstellen. Halte ich jetzt auch nicht für so doof. Oder wie seht ihr das? Ich kann, wenn ich mir das hier kaufe, kann ich Flintenmunition herstellen. Das können wir ja bisher nicht. Das sollte uns die 3000 wert sein. Und dann den Rest in Munition investieren. Okay, dann machen wir das so. Flintmunition herstellen. Jo. Da hattest du ein Auge drauf, was? Absolut. So, und dann jetzt erstmal... wir haben noch 10.000.
8x1580 sollte erstmal reichen. Und dann noch Flintenmuni. So. Okay, haben wir noch 5000? Ich dachte mich gar nicht. Haben wir noch 5000? Die belassen wir jetzt erstmal so. Bis nächstes Mal. Warte mal. Hat er jetzt echt nur 6? Das waren nur 4. Was? Alter, ihr wollt mich doch verarschen, ne? Ach, das sind einzelne Kugeln. Ich dachte, das wäre magazintechnisch irgendwas. Ja, super. Das ist ja mal toll. Die Sicherstellung von Waren hat halt die Fresse, ich mag dich nicht. Glaub mir, mein Freund. Dann gebe ich jetzt den Rest in Kugeln aus und mehr geht gar nicht. Wieso geht nicht mehr? Aha. Na gut. Vielen Dank für deinen Einkauf. So, dann nehme ich das hier noch mit, damit wir noch selber Minen bauen können. So, und jetzt sind wir pleite. Bis nächstes Mal. Dankeschön. Was ist das? Hä? Warte mal. Etwas Rundes kommt da rein. Haben wir denn irgendwas Rundes? Das war wohl richtig. Okay. Ob das der Plan war, weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht so richtig, was der Plan ist. Da wahrscheinlich ins Licht rein, denke ich mal, ne? Denke mal da vorne, wo der Turm ist, ins Licht. Aha. Ist das scheiße zu erkennen. Nee, gib mir mal hier das Ding. So. Aha. Okay. Was war das jetzt? Ah, hier können wir auf jeden Fall speichern gleich mal. Den müssen wir uns gleich mal angucken, diesen komischen roten Schädel, was der soll. Erstmal eben speichern. Gucken, ob wir das verkaufen können oder nicht. Ja, das sieht so aus. Hier, komm, ich habe noch mal was für dich. Stets zu Diensten. Oh, bringt ihr meinen 8000 Erken.
sowas gibt man gerne sein Geld aus. Haben wir denn noch irgendwas so für die 8000 Öcken? Ne, ich will gar nichts hier weiter verkaufen. Ausgeben können. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Was ist denn das? Spezialzubehör für die Flinte erhöht die. Ja, wir haben ja kaum. Ja, 9000 wäre jetzt schön. Dann würde ich nämlich noch hier das bessere. Aber. Obwohl, irgendwann. Ich kaufe das einfach. So, damit haben wir die Schrotflinte auch verbessert. Auf Wiedersehen. Haben wir denn jetzt. Ich hatte da ja noch vorhin. Was ist das? Genau. Nein. Hä? Okay. Damit haben wir die Kleine auch nochmal verbessert. Was machst du eigentlich für komische Geräusche, du Idiot? So. Aus dem Schloss entkommen ist immer noch die Quest, die wir haben. Dann müssen wir hier runter, würde ich sagen, ne? Hier. Aber wir können uns, wenn wir da schon mal runtergehen, uns den hier nochmal angucken. Würde ich jetzt mal behaupten. Würde, glaube ich, Sinn machen, weil da sind wir jetzt sowieso dann, wenn das so ist, wie ich denke. Dran müssen wir da dran vorbei. Halt die Fresse. Wie komme ich denn jetzt hier raus, verdammt nochmal? Theoretisch würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Dankeschön, Merti. Dir noch einen schönen Abend. Danke dafür, dass du da warst. Und natürlich auch für dein Abo. Toll, das hilft uns hier mal gar nicht, weil hier kommen wir auch nicht raus. Weil das ist mal ziemlich vergittert. Gucken wir erstmal hier rein. Ach, hier war die Fahrstuhlnummer. Wobei, ich glaube mittlerweile... Ist das überhaupt ein Fahrstuhl? Also hier kommen wir auch nicht raus. Wo kommen wir denn hier raus, verdammt nochmal? Das kann doch nicht angehen. Ja, danke für den Tipp. Irgendwie müssen wir hier rauskommen. So weit war mein Arsch auch schon. Also hier kommen wir nicht raus. Das haben wir uns gerade eben angeguckt, weil das hier zu ist. Hier vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Blassen. Ich probiere es einfach mal. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Meinst du? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Sei mein Spielgefährte. Ach nein. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich habe echt keinen Bock. Hau ab. Huch, das war jetzt nicht der Plan. Wie fühlt sich's an? Geh mir nicht auf den Sack. Mutter! Mutter! Nein, Scheiß, ich hasse diese Tanten. Ich sollte mich wohl etwas zurückhalten. Ich finde, du solltest dich verpissen. Scheiße. Nee, das Fenster geht nicht kaputt. Das auch nicht. Maske, das passt nicht. Ach Mensch! Wenn du hier gleich wieder auftauchst, Mädel, ne? Die müsste aber passen. Okay. Endlich treffen wir uns. Was? 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 Scheiße, irgendwas stimmt mit meiner Tastatur jetzt gerade nicht. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit, hier wegzuschalten. Ich habe, glaube ich, diese blöde Einrastfunktion aktiviert. Mal eben kurz. Ja, ja, ist ja gut. Wo ist sie denn hier? Ja, hier waren wir schon. Jetzt muss ich mal auf die Map gucken, wo ich überhaupt hin abgehauen bin. Ich habe gerade keine Ahnung. Meinst du, dass wir... Ich glaube, wir kommen erst raus, wenn wir alle besiegt haben. Ja, aber dann ist die Questbeschreibung kacke. Aber wir sind jetzt raus aus dem Schloss, oder nicht? Oder sehe ich da was falsch? Das ist auf jeden Fall nicht mehr direkt das Schloss, wenn ihr schaut. Ach Mann, geh mir vom Acker. Scheißdreck. Ich sagte, geh mir vom Acker. Seh zu, dass du wegkommst, wenn du los. Scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Hast du was gesagt? Ja. Etwas geht mir doch alle vom Acker. Von der anderen Seite verschlossen, ein Traum. Hier geht's auch nicht weiter. Hau ab. Lass uns das schnell beenden. Nein, wir wollen das... Och, Alter. Ich muss hier doch irgendwie wegkommen. Naja, hier hilft mir gar nicht. Ah, nee. Scheiße.
Soll ich es doch mal da... Ne, komme ich aber auch nicht weiter. Ich habe echt gerade keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich habe echt gerade keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Ah, lass mich in Ruhe. Und wann kommen sie alle? Scheiße. Ich hab so schrecklichen Hunger. Ey, egal wo du in dieser Scheißhütte hinrennst, du hast echt Probleme. Das ist aber blöd, weißt dass es nicht bricht. Nee, gerade nicht so richtig. Wieso bricht der Scheiß nicht? Ja, das war's gleich, Leute. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, alle. Ah, Moment mal. Au, wie gemein. Warum tust du das? Weil ich's kann. Oh Mann! Mann! Das war der Plan, du dumme Nuss. Liebst du mich nicht? Nein. Tendenziell gar nicht. Jetzt geht das Scheißding wieder zu. Dann machen wir es wieder auf. Wo ist die dumme Nuss denn? Ich sehe die nicht. Bis jetzt waren sie alle glücklich. Ja, bis jetzt... Nein, können wir nicht. Wo ist das Ding zum Aufmachen? Da. Oh Mann, nein, nein. Du willst mich wirklich töten? Ja, das ist der Plan.
Okay, Fenster geht wieder zu. Wo ist der fucking Hebel? Okay, geht wieder runter. Wo ist das Scheißding? Wo ist es? Wo ist es? Hau ab! Oh, Mann! Wo ist der Scheiß? Da ist er. Und wo ist jetzt die dumme Nuss? Aua! Du dumme Nuss! Ein Traum! Nur ein Traum! Oh, verdammt! Wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Zu früh gefreute dumme Nuss. Wo ist sie? Wo ist sie? Scheiße! Ich habe keine Heilung mehr. Bleib stehen. Ich will nicht. Das ist mir scheißegal. Scheiße. Wo ist der fucking Hebel? Wo ist der Hebel? Da ist er. Ich käfer satt hab. Alter. Kann ich nicht mehr bauen. Ich habe keine... Alter, mein Hels ist so gut wie weg. Meine Muni sieht auch nicht gut aus und ich kann kein neues Hels bauen. Das ist kacke. Das ist mal richtig kacke. Aber da ist doch bestimmt noch was in diesem blöden Raum. Kann mir doch keiner erzählen. Wenn wir so einen Bossgegner wegmachen. Das war ja Schwester Nummer 2 von 4. Dann muss hier doch noch irgendwas sein. Ich sehe aber nichts. Vase, Vase, Vase. Ah, nee, da war schon mal nix. Der Vase können wir nichts anhaben. Das ist eine kampfgestählte Kampfvase. Nee, aber ich sehe hier nichts mehr. Ah, hier hinten ist noch was. Einmal Kraut, das könnte durchaus relevant sein. Ja, jetzt haben wir wenigstens wieder einmal Hells. Ist zwar immer noch nicht viel, aber ein bisschen was. Ist das denn jetzt hier geklärt? Nein, immer noch nicht. Irgendwas muss hier immer noch sein. Da ist was. Pistolenmuni. Jetzt ist der Raum geklärt.
lieber schon mal vorsichtshalber. Aber hier waren wir ja auch erst vor kurzem. Hier haben wir das gefunden. Komme ich aber auch nicht runter oder so. Gut, vorhin hatte ich hier noch die Vampire, die ein bisschen rumgenervt haben. Dann haben wir hier Klavier gespielt, aber hier ist auch kein gar nichts. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier rauskommen sollen. Okay, das ist jetzt auch geklärt. Ja, keine Ahnung, Leute. Muss ich wirklich wieder durch den Keller raus? Könnte das das Rätsels Lösung sein? Weil wenn ich hier runter gucke, hier, wir sind ja hier hinten irgendwo ist eine Treppe, wartet, nochmal wieder einen reinzoomen. So, da muss irgendwo eine Treppe sein, dass wir hier wieder zurückgehen, aber hier ist auch eine, wartet mal. Dass ich hier die Treppe vielleicht nehme. Also ich wüsste sonst jetzt nicht hier, wie ich anders rauskommen sollte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das Rätsel mit den Dingern schon lösen müssen. Aber das hat jetzt auch nichts zu bedeuten. Vielleicht müssen wir das wirklich. So, wenn ich jetzt... Wo muss ich hin? Ich muss hier hin. Okay, dann muss ich hier lang. Ich probiere jetzt nochmal die Idee, die ich jetzt habe. Und sonst muss ich wirklich alles aufdecken. So. Muss ich hier gleich nach rechts. Ich habe auch keinen Bock, den nervigen Damen immer wieder bei dem Weg zu laufen. Halt die Fresse. Ach! Stück. Ach, das hatten wir schon gelesen. Hier hat der Kampf stattgefunden. Und dann müsste hier irgendwie hier. Ah, ich höre es doch schon wieder, ne?
Alter, und diesmal ist hier richtig Party. Scheiße. Lad nach. Kraut ist ja nice, aber jetzt gerade wäre Muni sehr toll. Könnte ich welche bauen? Ich will mal gucken. Habe ich jetzt eben gar nicht drauf geachtet. Nein. Shotgun auch nicht und da auch nicht. Da will ich doch an die Kiste ran. Wie komme ich denn da an die Kiste? So nicht. Da will ich ran, auf jeden. Wenn sich da auch nur im entferntesten Munition hinter verstecken könnte, will ich die haben. Hier geht's nicht lang. Ist 6 Schuss. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber 6 Schuss sind 6 Schuss. Also wenn ich wirklich das ganze Schloss erst erkunden muss, bevor ich hier raus kann, dann wird's spannend. Was ist das denn? Das müsste eigentlich. Okay, der nicht. Okay, immer noch nicht. Dachte, ich hätte die falsche Maustaste genommen. Der passt. Das sieht mir ja schon wieder stark nach Rätsel aus. Rohrbombe. Flintenmuni. Zehn Schuss Pistolenmuni nehme ich auch sehr gerne. Das ist ja fast ein Freispiel. Und ich wette, dafür birgt sich irgendwas Interessantes hinter. Und ich wette, das hat hiermit irgendwie zu tun. Ich muss die irgendwie anzünden, vermute ich mal. Frage ist nur, wie. Aha, dahinter ist doch auch irgendwas. Ja, sehr sparsam. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das hier machen soll. Also ich denke, die müssen an sein. Also feuertechnisch an sein. F-
frag mich nur, was das hier hinter ist. Aber mit den Kerzen werde ich das Ding auch nicht ankriegen. Das halte ich jetzt mal für sehr unwahrscheinlich. Das hat doch irgendwas hiermit zu tun. Kann mir doch keiner erzählen. Ob mir das hilft, die Rohrbombe da reinzuwerfen, das wäre fast zu einfach. Die Frage ist, wie? Mit dem Messer glaube ich irgendwie nicht. Ich hätte jetzt gedacht, die Rohrbombe vielleicht. Okay, soll ich das probieren? Was meint ihr? Ich habe gerade keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Okay. Ah, es werde Licht und es ward Licht. Ich verstehe. Deshalb lag da auch die Rohrbombe. Das erklärt vieles. Kann ich das jetzt irgendwie... Was war da? Kristallfragment zum Verkaufen. Okay, aber... Pistolenmunition nehmen wir auch gerne. Kann ich das denn da überhaupt so nah... Lass mich da mal vorbei hier. Kriege ich das überhaupt ran? Ah. Mann. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ne? Den anderen zuerst kann ich mir nun gar nicht vorstellen. Da ist jetzt aber ein Gefriemel hier. Ja, fast. Scheißdreck. Ach komm, das kannst du doch. Ach, jetzt geh doch mal an hier. Nee, so nicht. Meine Fresse. Kann doch nicht so schwierig sein. Was für ein Gefriemel. Was für ein Gefriemel.
Nee, schießen glaube ich nicht. Vor allen Dingen, weil das ist böse Munitionsverschwendung. Die Höhe ist, glaube ich, echt nicht das Thema. Sondern du musst den richtigen Winkel hinkriegen. Weil wenn ich jetzt hier drauf ziele, warte mal eben, ich mache das jetzt einfach mal einen Schuss drauf geschissen. Okay, vielleicht doch. Oh, das ist doch kacke, dafür jetzt Munition zu verschwenden. Okay, Cornelia, vergiss es, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dafür Munition zu verballern, ist doch der größte Scheiß von Welt, ne? Warte mal. Nee, der hängt zu tief. Den kriege ich da doch nie hin. Wie sollen das... Ach, da muss ich wahrscheinlich beide. Na, das war ja knapp. Das hätte klappen können. Alter, jetzt verbasel ich dafür Munition. Ist das zum Kotzen. Weil ich ja so viel davon habe, wenn sich das nicht lohnt, ne? Blaues Auge. Na, das ja toll. Ich habe ein blaues Auge gefunden. Ist das nicht super? Wertvoll kombinierbar. Mhm. Na dann. Mal, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Nee, ich glaube, ich muss in die Richtung. Oder nicht? Eieieiei. Ist da? Wo kommen wir denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Ach so, hier liegt er. Okay. Nö. Nö. Ach, eine Granate konnte ich bauen, na immerhin. Ja.
Die lagen hier aber beim ersten Durchlauf noch nicht, die Sachen. Da bin ich mir recht sicher. Die habe ich nicht alle übersehen. Im Leben nicht. Okay, da haben wir jetzt auch alles geklärt. Das hatten wir schon, ja. Wo geht's jetzt weiter hier? Da kommen wir nicht dran vorbei. Da auch nicht. Ah, hier, alles klar. Okay, hier können sich wieder Sachen befinden. Aber nichts. Aber er behauptet, hier wäre was. Zumindest in dem gröberen Bereich. Jetzt bin ich aber schon in dem blauen Bereich wieder angelangt. Ja, das kennen wir auch schon. Das Problem ist, da kommen wir wohl nicht hoch. Und damit war die Idee auch für den Arsch. Weil da ist ja, da sind wir abgestürzt. Jetzt erinnere ich mich auch. Ja, dann weiß ich es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil dann müssen wir uns möglicherweise doch durch das ganze Schloss kämpfen. Weil dann weiß ich langsam sicher nicht mehr, wie ich hier rauskommen soll. Dass das hier immer noch rot ist, wundert mich auch.
weil ich wüsste nicht, was ich hier übersehen sollte. Nicht, dass das wirklich was zu sagen hätte. Aber manchmal sind die Sachen ja auch wirklich gut versteckt. Ich jetzt ehrlich gesagt so auch nicht. Wie gesagt, ich bin gerade auch ein wenig überfragt, ob die jetzt wirklich wollen, dass wir vielleicht auch wirklich, wie du gesagt hast, erstmal die drei Engel finden, um hier rauszukommen. Ist natürlich theoretisch möglich. Will ich gar nicht ausschließen. Aber ich würde jetzt für heute eh gleich Schluss machen, weil ich morgen früh raus muss. Ich weiß zwar nicht, wann er jetzt das letzte Mal gespeichert hat, aber gut. Wir wissen ja, dass wir hier jetzt erstmal nicht wieder hin müssen. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht zum Teufel, wie ich hier rauskommen soll. Das ist die falsche Richtung. Ich und meine Orientierung sind auch mal wieder lustig. Das ist auch scheiße. Warum ist das hier nicht einfach so, ja, hüpf raus, sei Lara Croft oder whatever auch. Man sieht, dass hier das helle Licht ist und du kannst nicht hinein. Blöd. Verarschen. Ernsthaft jetzt? Hier bin ich da vorne auch durchgekommen. Hier behauptet er auch immer noch, dass wir was nicht gefunden haben. Das ist echt faszinierend. Also ich glaube, ich würde jetzt dann nochmal eben speichern gehen da vorne und dann wird es das gewesen sein für heute. Vielleicht sollte ich auch nachlesen oder sowas, wie man hier, also nicht im Detail, sondern halt wie man rauskommt. Cassandra, auf ein Wort! Nein, bleib, wo du bleiben willst. Wie lange willst du mich eigentlich noch belästigen? Halt die Fresse. Map? Wo bin ich denn jetzt? Ich muss hier irgendwo links ab. Scheiße, wo war das denn jetzt? Wo war das? Das muss doch hier irgendwo sein. Oder auch nicht, verdammte Scheiße. Ach, Mädel, hau ab. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Jetzt muss ich ihm gucken. Also, darunter würde ich behaupten. Schnauze. Und da müsste doch irgendwo. Da.
Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ja, genau. Konntest du. Ich will mal speichern. So, gespeichert ist. Will nur mal kurz gucken. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. So, das Kristallfragment haben wir einmal. Wir haben den kristallenen Torso. Das blaue Auge bringt ganze 1200, aber das ist kombinierbar. Das möchte ich, glaube ich, erstmal behalten. Oder ach, drauf geschissen. So. Und. Yep. Gesehen und gekauft. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Der hat keine Muni mehr. Will der mich verarschen? Der hat keine Muni mehr. Das ist jetzt ja mal richtig kacke. Das ist ja mal richtig kacke, dass er keine Muni mehr verkauft. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Der ist ja einfach ausverkauft. Aber gut, ihr Lieben. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von... Ja, genau, halt die Fresse. Dann bedanke ich mich für euer Zuschauen. Morgen wird es keinen Stream geben. Ich gehe von Sonntag aus. Es kann gut sein, dass ich dann Sonntag wieder Resident Evil streame, falls ihr Lust habt. Also Sonntagabend, ich muss Montagabend sowieso erst oder Montag erst spät zur Arbeit. Also Sonntag werde ich auf jeden Fall streamen. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass ich dann entsprechend Resident Evil streame. Ich hoffe, die Stream-Qualität war gut genug für euch und oder beziehungsweise ich habe das, es lief ja gut, habe ich den Eindruck gehabt. So, wenn ich mir das hier so angeschaut habe, parallel im Stream, da konnte man sich jetzt nicht zwingend beschweren. Und ja, ich bedanke mich für euer Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und dann denke ich mal, dass wir uns am Sonntagabend sehen. Also, bis Sonntag dann. Tschüss.